Libro, cuando te cierro, abro la vida. Escucho. Entrecortados gritos en los puertos, los lingotes de cobre cruzan los arenales, bajan a Tacopilla. Es de noche. Entre las islas, nuestro océano palpita con sus peces. Toca los pies, los músculos, las costillas calcáreas de mi patria. Toda la noche pega en sus orillas. Y con la luz del día amanece cantando como si despertara una guitarra. A mí me llama el golpe del océano. A mí me llama el viento. Y Rodríguez me llama José Antonio. Recibí un telegrama del sindicato Mina y ella, la que yo amo, no les diré su nombre, me espera en Bucalemo. Ich bin in einer intellektuellen Familie aufgewachsen, wo alle mit einem Buch irgendwo in einer Ecke saß. Meine beiden Schwestern, mein Vater war immer im Studierzimmer. Und ich mochte eigentlich nicht besonders gerne lesen, aber ich mochte sehr, sehr gerne zeichnen. Und alle Leute haben gesagt, ach, das sind ja wunderbare Zeichnungen. Und mit der Zeit war das eigentlich meine Welt und auch meine, sagen wir, was nicht der ganzen Familie gehört, sondern nur mir gehörte. So bin ich also aufgewachsen in einer Familie, wo ich mir meinen Platz so verschafft habe. Und als ich dann so ungefähr 15 Jahre alt war, habe ich gemerkt, dass das Allerliebste, was ich tat, war Modellieren und mit Ton. Und dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt Bildhauerin werden. Und das erste Mal, dass ich meinen Vater etwas so ausrufen hörte, war, dass er sagte, Jesus. Aber die Sache war, dass meine Eltern gesagt haben, gut, das geht, aber zuerst musst du erstens natürlich die Schule weitermachen und dann musst du eine Ausbildung als Zeichenlehrerin machen, als Kunstlehrerin. Und das habe ich eingehalten. Ich bin dann brav in den Zeichenlehrerkurs in Basel gegangen und bin Zeichenlehrerin geworden. Aber als ich dann diesen Zeichenlehrerkurs fertig hatte, das ging 3 Jahre, habe ich meinen Eltern gesagt, so und jetzt möchte ich an die Akademie gehen. Und meine Wahl fiel auf die Akademie in Mailand, weil damals Marino Marini Professor war. Ich hatte eine sehr nette und sehr freundliche Beziehung, hatten wir, er zu mir und ich zu ihm. Aber er war nicht ein wirklicher Lehrer, er war ein großer Bildhauer und hat aber so nur sehr, sehr, sehr wenig gesagt und nur sehr, sehr wenig Kommentare gegeben. Aber die Kommentare, die er gab, an die erinnere ich mich eigentlich heute noch. Zum Beispiel sagte er mir, du bist immer so verbissen in deiner Arbeit, du arbeitest ständig und bist so, du musst gelegentlich mal aufhören, machst einen Spaziergang und dann gehst du wieder zur Arbeit. Und das ist tatsächlich wahr, das hat Pietro mir auch immer gesagt, dass ich immer so an der Arbeit bin, aber ich kann sozusagen nicht anders. Ich tue es gerne und ich möchte auch nicht aufhören, bevor etwas fertig ist.
In de zomer van 2019 kwam ik voor het eerst in contact met het werk van Cordelia van den Steinen. Zij werkte samen met haar man Pietro Cascella in het noorden van Pietrasanta in een kasteel wat zij samen gekocht hebben in de jaren 70, het Castello della Ferrucola. Toen ik voor het eerst in contact kwam met haar werk, vond ik het bijzonder, omdat zij is een keramiste, ze werkt in terracotta. En als je in dat materiaal werkt, dan ben je eigenlijk gedwongen tot een bepaald formaat. Je kan dat niet, is niet per definitie een materiaal om monumentaal in te werken. En zij doet dat op een hele bijzondere manier. In haar werk inhoudelijk houdt ze zich bezig met de kleine dingen in het leven, ook wel met humor. Je ziet veel scènes uit het leven binnen huis, dus bijvoorbeeld het huishouden doen, koken, lezen, de administratie doen, dat soort dingen, dingen die we elke dag allemaal wel doen. En zij maakt platen van terracotta en daarop maakt ze haar afbeeldingen heel precies. En vervolgens worden die gemonteerd op bijvoorbeeld dus op deze grote wand. Dat vind ik bijzonder, dat je met dit materiaal zo'n monumentaliteit creëert. En als je hier door deze smalle doorgang kijkt, en bezoekers mogen hier ook voorzichtig doorheen lopen. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn met het kwetsbare materiaal. Dan zie je door deze opening het kabinet. Ik vind het ook heel leuk om te zien hoe dat nu geworden is. Es ist so, ich bin ein Mensch und möchte eigentlich das darstellen, was ich persönlich kenne und was ich persönlich mein Leben ist. Ich möchte eigentlich weniger, mein Ehrgeiz ist nicht so sehr, die Weltgeschichte darzustellen, sondern was aus meinem eigenen Leben zu schöpfen. Und da ich nun einmal eine Frau bin, ist mein Leben auch sehr mit dem Haushalt verbunden. Und das kann nicht anders sein, sondern ich gehe natürlich von der Küche, ich gehe ins Atelier und dort habe ich meine Schürze. Und wenn es Zeit ist, gehe ich in die Küche und ziehe eine andere Schürze an und das ist die Schürze zum Kochen. Und dann wird gekocht und dann wird gegessen und dann haben wir sehr oft Freunde und so gehabt und das alles wollte ich eigentlich, ich wollte nicht zwei verschiedene Leben haben, ein Leben in meinem Atelier und ein Leben, mein Leben. Ich habe eben gerne, dass mein eigenes Leben überfließt in das Leben als Bildhauerin. Und so auch der Tisch, der große Tisch, das ist der Tisch, wo ich denke, dass des Abendmahls, wo Christus mit seinen Jüngern zum letzten Mal gegessen hat und wo die Jünger aber nicht mehr da sind und Christus ist niemand mehr da, alle sind aufgestanden und es ist der Tisch, der doch sehr, sehr viel erzählen kann über die Menschen, die dort gesessen haben. Da ist zum Beispiel der Teller von Christus, da wollte ich keine Reste hin tun, der ist leer, aber das Glas von Judas leert sich aus, genau in der Richtung von Christus. Und neben dem Teller von Christus ist nahegerückt der Teller vom Jünger, den er geliebt hat. Und man kann auch sehr gut den Platz von Petrus, dem Fischer, und seinem Bruder Andreas erkennen. An den Speiseresten sind Fische und Krebse. Und es ist ein Schlüsselbund da bei der Nähe von Petrus, weil er ja dann den Schlüssel bekommen hat zum Himmel. Ja, und so ist es eine Erzählung nicht durch den Ausdruck der Menschen, sondern durch die Gegenstände, die dort liegen geblieben sind. Libro, tú no has podido empapelarme. No me llenaste de tipografía, de impresiones celestes. No pudiste encuadernar mis ojos. Salgo de ti a poblar las arboledas con la ronca familia de mi canto, a trabajar metales encendidos o a comer carne asada junto al fuego en los montes. Amo los libros exploradores, libros con bosque o nieve, profundidades o cielo.
pero odio el libro araña, en donde el pensamiento fue disponiendo alambre venenoso para que allí se enrede la juvenil y circundante mosca. Es ist eben so, dass wir natürlich auch in einer Zeit leben, wo man nicht nur auf den eigenen Haushalt sehen kann und auf das eigene Leben und auf die eigene Umgebung. Und ich habe im Allgemeinen nicht sehr gerne, wenn man als Künstler die sozialen Themen sozusagen ausnützt, um irgendwie zu zeigen, dass man von der richtigen Meinung ist und dass man sich sozusagen ein politisches Alibi gibt. Aber dieses Thema der Völkerwanderung ist ein Thema, was mich sehr interessiert und was natürlich auch ein Hauptthema unserer Zeit ist, was man eben nicht übersehen kann. Und ich diese Wanderungen sind natürlich auch Wanderungen, die innerhalb einer Stadt stattfinden können. Zum Beispiel gibt es eine Bevölkerung, die geht und man weiß nicht, ob sie verreisen, ob sie auf einer Völkerwanderung sich befinden, ob sie aus der Untergrundbahn kommen oder wohin sie gehen, aber sie gehen. Einfach das Leben als ein großes Gehen aufzufassen, als eine große Wanderung. Und ich glaube, das ist das, was unsere Zeit auch sehr, sozusagen, sehr kennzeichnet. Und natürlich ist das Gehen auch mit den sehr vielen Schiffen, die wir in Italien, die ankommen, jeden Tag und mit so vielen Menschen. Aber auch bei diesen Figuren möchte ich nicht irgendwie das Drama ausnützen, um irgendwie Tränen auszulösen, sondern es ist einfach wie eine bloße Erzählung. Da kommen diese Menschen, ohne irgendwie eine Wertung dieser Ereignisse, aber doch einfach eine Kenntnisnahme davon und eines sehr eindrücklichen Geschehens. Pietro Casella was een hele belangrijke monumentale beeldhouwer voor de openbare ruimte in Toscane. En ook daarbuiten. Hij is opgegroeid in Midden-Italië, in Pescara. En ook daar staat een groot werk van hem opgesteld. Van hem hebben we in de tentoonstelling meerdere maquettes van werken die uiteindelijk in het groot zijn uitgevoerd. En toen ik voor het eerst zijn werk zag in de openbare ruimte, was ik daar erg van onder de indruk. Het is allemaal uitgevoerd in marmer of in travertijn. Pietro was een zeer ambachtelijke beeldhouwer die heel veel heeft gemaakt in steen. En de maquettes die wij in de tentoonstelling laten zien, die maakte hij altijd helemaal zelf. Dus daar heeft hij heel veel tijd aan gespandeerd om na te denken over de compositie, de vorm, de constructie. En net als met andere monumentale beeldhouwers is het zo dat sommige van de werken die je hier ziet, die zijn ook echt in het groot uitgevoerd. Dat zijn opdrachten geweest. En sommige zijn ook gebleven bij een droom alleen. Zoals deze twee poorten die hier staan. Die zijn uiteindelijk niet in het groot uitgevoerd. Aan de andere kant staat nog een heel mooi groot plateau met hemellichamen erop. Met aan één kant een soort stoeltje. En dan had Pietro Casella gedacht dat hij dan op dat stoeltje zou zitten. En dat hij naar boven kon kijken naar de sterren. En dat hij ook naar beneden kon kijken naar de hemellichamen. En dat was zo'n enorm grote droom. Dat ik bij mezelf ook denk van zoiets is onuitvoerbaar. Maar dat zou je misschien voor al deze werken wel kunnen zeggen. Als je niet de bravoure en het doorzettingsvermogen en de kracht hebt als beeldhouwer, dan zal je dit nooit neer kunnen zetten. En daarom is het, ja, denk ik, gewoon ontzettend bijzonder dat het er is en dat we ons nu hier in zijn wereld kunnen verplaatsen. Thank you.
Ich glaube, man kann sagen, dass Pietro Gascella wirklich ein geborener Bildhauer ist. Er hatte sehr, sehr viel Sinn für den Stein. Und er sagte, der Stein ist auch ein bisschen in meinem Schicksal. Stein auf Italienisch heißt Pietra. Er sagt, ich heiße Pietro, ich arbeite in Pietrasanta, meine Frau heißt von den Steinen und so weiter. Und dem Stein hat er sozusagen alles, was ihm wichtig und lieb war, anvertraut. Er hat versucht, den Stein, der bleibt Stein, er bleibt geschlossen, er bleibt schwer, er ist nicht leicht. Viele Bildhauer können und wollen aus dem Stein etwas ganz Leichtes machen. Er wollte, dass der Stein immer seine Stimme behält und er vertraute dem Gedächtnis des Steines, vertraute er alles an. Diese Brücke war gedacht für Venedig, für das Arsenal. Bei der Biennale, wenn man auf die andere Seite hinüber will, braucht man ein kleines Schiff. Und er hat die Idee gehabt, eine kleine Brücke zu machen, die in der Mitte ganz schmal ist, nur für Fußgänger. Und es ist eine Skulptur, aber es ist natürlich auch Architektur. Sie ist nicht ausgeführt worden, aber Pietro hat sehr, sehr gerne auch utopische Sachen gemacht. Ja, also zu sagen wir abstrakt, das Wort abstrakt ist eben ein sehr schwieriges Wort und muss eigentlich sehr geklärt werden noch. Was heißt abstrakt? Eben wenn wir auch das Abstrakte, was man sich vorstellen kann und besonders auch in Holland, ist der wunderbare Mondrian. Aber es ist eigentlich eine Abstrahierung. Es geht doch immer vom Leben aus. Und nicht von einem Gedanken aus. Und Pietro ist immer von einem Leben ausgegangen, das er sozusagen dann irgendwie gereinigt hat, dass etwas, was ein bisschen halbrund war, wurde dann wirklich zu einer Kugel und wirklich zu einem Kreis. Es hat eine Geometrisierung stattgefunden, aber er ist immer eigentlich von einer figürlichen Idee ausgegangen, die er dann irgendwie so geklärt hat, dass dann eine abstrakte Form daraus wurde und mit der Zeit und auch sehr architektonisch natürlich. Am Anfang des 20. Jahrhunderts gab es in Italien nur figürliche Kunst und er hat eine sehr große Kultur in diese Richtung mitgebracht, als er dann später Picasso nach dem Krieg, als er noch sehr jung war, hat er das Werk von Picasso und die ganze europäische Avantgarde kennengelernt, die er während dem Faschismus natürlich nicht gekannt hatte. Sein größtes Anliegen war, dass die Bildhauerei wieder in die Orte kommt, wo die Menschen sich befinden und nicht für ein Museum gemeint sind und gemacht sind, sondern sie sind gemacht für das Leben. So hat er sehr viele, sehr, sehr, sehr viele monumentale Arbeiten draußen gemacht. Er hat Auschwitz, das war das erste, nicht ganz das erste öffentliche Werk, aber das allerwichtigste und es ist auch, wahrscheinlich auch das Wichtigste für ihn geblieben. Das Museum ist natürlich erstens eine wunderbare Architektur. Jetzt sprechen wir mal nicht vom Inhalt, sondern rein vom Museum, wie es gelegen ist, dass man hier noch die Dünen sehen kann und dass es so direkt am Meer steht und die wunderbare Luft. Aber was natürlich ebenso wunderbar ist, ist der Inhalt, weil der Inhalt wirklich die Skulptur berücksichtigt und zwar nicht mit einer modischen Sicht,
sondern und auch sehr, 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 sehr vielfältig. Die Kunst heute ist oft sehr sektierisch. Dies ist die Richtung und das muss man gehen. Und hier ist, besteht eine, ich habe das Gefühl, es ist eine größere Freiheit in diesem Museum zu denken. Libro, déjame libre. Yo no quiero ir vestido de volumen. Yo no vengo de un tomo. Mis poemas no han comido poemas. Devoran apasionados acontecimientos, se nutren de intemperie, extraen alimento de la tierra y los hombres. Libro, déjame andar por los caminos, con polvo en los zapatos y sin mitología. Vuelve a tu biblioteca, yo me voy por las calles. He aprendido la vida de la vida. El amor lo aprendí de un solo beso. Y no enseñaré a nadie nada, sino lo que he vivido, cuánto tuve en común con otros hombres, cuánto luché con ellos, cuánto expresé de todos en mi canto. Pablo Neruda, Oda al libro.